Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung zum Team Trade des Tages. Heute haben wir uns einmal den Nasdaq angeschaut und haben den natürlich auch mitgebracht als potenziellen Team Trade. Das werden wir uns auch gleich einmal genauer anschauen. Wir wollen natürlich aber auch vorher nochmal einen kleinen Blick auf unsere bestehenden Positionen werfen und natürlich auch auf die Ereignisse, die heute anstehen. Denn heute ist ja ein sehr ereignisreicher Tag. Wir kriegen heute nicht nur die Arbeitsmarktdaten aus den USA, wie wir sie jeden Donnerstag bekommen, sondern um 14:15 Uhr ist auch der EZB-Zinsentscheid. Und daran sind ein paar Dinge besonders. Erstmal ist es das erste Mal seit Monaten so, dass wir den EZB-Zinsentscheid vor der FED haben. Normalerweise hatten wir immer erst den Zinsentscheid der FED und dann ist die EZB ja so ein bisschen nachgelagert gewesen, beziehungsweise eine Woche oder ein paar Tage später gewesen, sodass man ja immer schon so sagen konnte, okay, die EZB zieht der FED nach. Okay, dann konnte man so ein bisschen ja antizipieren, was passieren wird. Das ist in diesem Fall mal nicht der Fall. Und dann ja, ist auch sehr, sehr unklar, ob die EZB heute die Zinsen nochmal erhöhen wird oder aber ob das Zinsniveau bestehen bleibt bzw. gleich bleibt. Da ist es noch ganz, ganz offen, was passieren wird oder passieren könnte. Und umso spannender ist es natürlich, was dann auch die Reaktion vom Markt ist, weil wenn man natürlich Prognosen hat und diese Prognosen erfüllt werden, dann ist es in der Regel so, dass es nicht unbedingt starke Reaktionen im Markt gibt. Aber natürlich, wenn das wie jetzt ungewiss ist, dann wird es natürlich umso stärkere Reaktionen da auch geben können. Zu unserem Teamdepot, wir haben gerade drei Positionen offen. Das ist einmal die MicroStrategy, die Walt Disney, die haben wir gestern mit reingenommen und den DAX. Und ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick in die Charts und schauen uns als allererstes einmal den DAX an, weil es ja nicht nur unser laufender Teamtrade ist, sondern auch unser Daily Business. Und da ist es gerade so, dass wir leider mit unserer Position ein Stück weit im Minus sind, aber wir lassen sie trotzdem erstmal laufen, denn wir sind nach wie vor ja hier in dieser Liquiditätszone drinne. Das heißt, da ist prinzipiell das Setup auch immer noch valide und je nachdem, wie zum Beispiel die EZB sich heute entscheidet, wenn es zum Beispiel Zinserhöhungen geben würde, dann würde man ja davon ausgehen, dass es erstmal die letzte ist, vorläufig, und dann könnten die Kurse auf jeden Fall nochmal steigen. Das heißt, da warten wir auf jeden Fall nochmal den EZB-Zinsentscheid heute ab um 14:15 Uhr. Das soweit zum Daily Business, den DAX. Genauer schauen wir uns das natürlich dann auch in unserer Teamtrade-Sendung heute Nachmittag, die auch zeitgleich ist mit dem EZB-Zinsentscheid, vielleicht auch heute mal ein, zwei Minuten später. Und dann werden wir natürlich noch mal ein genaueres Update dazu geben. Schauen wir uns mal unseren Teamtrade des Tages an. Und zwar gehen wir da einmal in einen etwas tieferen Zeitraum einfach mal rein. Wie ich ja schon mal eingangs gesagt habe, ist es ja heute ein bisschen spannend, weil ja auch die FED erst nächste Woche ihren Zinsentscheid hat. Also wie gesagt, heute ist die EZB und das erste Mal, dass die FED ihren Zinsentscheid nach der EZB hat. Deswegen ist es natürlich auch spannend, ob man vielleicht die EZB diesmal auch als Vorbote sehen kann und nicht, wie es normalerweise ist, die FED als Vorbote sieht. Und wir haben ja hier eine leichte absteigende Tendenz gerade in der Nasdaq hier am 4-Stunden-Chart. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Abwärtstrend gebildet, haben diesen auch ein paar Mal schon angetestet und haben jetzt hier um die 15.480 herum die nächste Liquiditätszone. Und aus der heraus würden wir gerne einen kleinen Short-Versuch machen, weil wenn natürlich eventuell heute das Ganze nochmal mit der EZB ein bisschen hochzieht, dann könnte es danach halt natürlich wieder durch die Disbalancen, die entstehen, wieder abverkauft werden. Das heißt, wir haben hier ein charttechnisches, ja, sehr gutes Setup. Das heißt, wir haben den Abwärtstrend, wir haben hier die Liquiditätszone um die 15.500 herum und das Ganze ist natürlich dann hier auch ungefähr beim 78,6er Fibonacci Korrekturlevel. Und wir haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes CRV hier auf die Richtung 15.000 nochmal runter, beziehungsweise 14.860. Das heißt, wenn wir hier oben reagieren, haben wir das Potenzial, nochmal so ein bisschen stärker zu laufen. Das heißt, wir erwarten dann heute erstmal die Reaktion ab im Markt, beziehungsweise die Reaktion ab, die EZB dann auch auf den amerikanischen Markt hat, beziehungsweise die Reaktion, die wir dann sehen und die Kursbewegungen, die wir dann sehen, und werden dann eventuell da ein Setup suchen. Natürlich haben wir aber von unten auch einen bullischen Aufbau. Deswegen schauen wir, da müssen wir natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Das sollten wir natürlich zuerst runterlaufen, dass wir dann eventuell einen Long-Einstieg suchen würden auf der Unterseite. Das lassen wir uns natürlich dann auch erstmal offen und schauen dann natürlich in diesem Marktkontext, wie wir uns entscheiden. Das war es erstmal aus charttechnischer Sicht. Ob wir da nachher Long oder Short gehen, das erfahrt ihr dann heute Nachmittag in der Sendung um 14:15 Uhr. Da werden wir dann auch das zugehörige Zertifikat raussuchen und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann!